Willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und zum Wochenauftakt haben wir einen Swing Trade, der über mehrere Wochen geht und mit dem Tax-Day-Effekt im Aktienmarkt zu tun hat. Und den werden wir uns sogleich anschauen. Aber natürlich, wie üblich, blicken wir zunächst auf die rechtlichen Hinweise. Die gelten nämlich heute auch wieder. Wir sehen hier einen saisonalen Chart, einen kurzfristig saisonalen Chart, beziehungsweise mit einem kurzfristigen Fokus. Ich habe das hier mit dem Pfeil mal markiert. Rote Linie ist die 5-Jahres-Saisonalität, grüne Linie ist die 15-Jahres-Saisonalität. Und da können wir sehen, dass ab jetzt typischerweise der Aktienmarkt zum Anstieg neigt. Die blaue Linie zeigt den tatsächlichen Verlauf des S&P. Das heißt, wir können also auch sehen, dass diese Korrektur, die wir im Aktienmarkt gesehen haben in jüngster Vergangenheit, dass die auch ziemlich normal ist. Und das, was typischerweise jetzt in dieser Zeit einsetzt, ist der Tax-Day-Effekt. Wir haben Tax-Day, also Steuerstichtag in den USA und in Großbritannien Mitte April. Und um diesen Tax Day haben wir typischerweise Effekte im Aktienmarkt, im Bondmarkt, auch beim Dollar. Also in sehr, sehr vielen Märkten haben wir diesen Effekt, dass es eine Tendenz gibt. Und im Aktienmarkt ist die Tendenz eben, dass der Markt vor dem Tax Day und auch noch ein Stück nach dem Tax Day eine sehr, sehr starke Phase hat. Funktioniert nicht in jedem Jahr, aber funktioniert in sehr, sehr vielen Jahren. Da haben wir auch eine Trefferquote so um die 80%. Heißt also, es ist einer der zwei stärksten Abschnitte im unterjährigen Zyklus. Der andere Abschnitt ist natürlich ab Mitte Oktober bis Jahresende. Und dann haben wir aber hier auch nochmal einen sehr, sehr starken Abschnitt, der bis in den Mai beziehungsweise bis Anfang Mai hineinreicht. Und das Ganze lässt sich nutzen mit folgendem Produkt, mit einem S&P 500 Long, mit einem Turbo-Optionsschein von Société Générale. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit, also Open End. Stop-Loss sind hier 0,2 Euro und der Exit ist am 1. Mai und wir steigen natürlich hier Market in dieses Produkt ein. Hatten wir auch schon vor ein paar Wochen mal bei einem Setup Long auf den S&P auch schon mal hier vorgestellt. Also CL9HUQ und Einstieg Market für diesen Tax Day Effekt. Das ist hier das Produkt, was gehandelt wird. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden Auftakt in die Woche, eine interessante Handelswoche und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.